Für die Spinatknödel brauchen wir Zwiebel, Spinat, Knoblauch, Butter, Eier, Milch, Käse, Mehl, Knödelbrot, Muskatnuss, Salz und Pfeffer, Parmesan und braune Butter. Zunächst Zwiebel und Knoblauch schälen, klein schneiden und in Butter dünsten. Den Spinat fein hacken und in die Pfanne dazugeben. Mit Pfeffer, Salz und frisch geriebener Muskatnuss würzen. Dann alles in einen Mixer geben, Eier hinzufügen und kurz pürieren. Jetzt kommt die Masse zum Knödelbrot und wird mit Milch, Käsewürfel und Mehl vermengt. Nach Belieben pfeffern und salzen und etwa 15 Minuten zugedeckt ruhen lassen. Inzwischen einen großen Topf Salzwasser zum Kochen bringen. Mit nassen Händen Knödel formen. Alle, die schon einmal einen Schneeball gemacht haben, wissen, wie es geht. Und die Knödel in das kochende Salzwasser geben. Für etwa 15 Minuten sieden. Die Spinatknödel mit brauner Butter und geriebenem Parmesan servieren. Dazu empfehlen wir einen erdig würzigen Blauburgunder aus Niederösterreich. Wir wünschen guten Appetit!